Unsere Humanität ist eine Symbiose, die von zwei Flüssen bewässert wird. Die eine sprudelnde Quelle in Israel. Die andere Seite prosperiert in Griechenland. Und die Abflüsse der Zuflüsse sind die gebenedeite Prosa, die das Bewässerungssystem der Ethik mit überdüngten Sensationen versorgt. Denn eine Humanität ist nicht zuhinterst der gemeinsame Kleinod von Erlebnissen, die das Bankett einer ethischen Gesellschaft befestigt. Mithin ist's eine feudal-konservative Mischkultur mit einer eingebauten Neugier zwischen Religion und Staat. Dies ist auch ein und zugleich der Anstoß für die Potenz und Kopflosigkeit Europas. Um diese Kultur zu kapieren, führt uns der Pfad zu den Griechen und Juden. Das Erscheinen des Propheten Jesus von Nazareth präsentiert die Verflechtung und gibt dem Gott Israels mit seinem Kollektiv eine ganz neue Direktion. Die Verkündung, dass dieses Kind als künftiger Monarch der Juden den Vorsteher Herodes bedrohen könnte, ist für Rom befremdend repräsentativ. Herodes vollendete sich selbst 4 Unzen vor Christus, so dass Jesu Geburtsdatum unrichtig durchdacht wurde. Die Unwiderlegbarkeit zeigt, ihr wurde ca. 7 Unzen vor Christus entbunden. Mit ruhigem Gewissen entspringt unsere Chronologie auf einer Entgleisung der Zeitverwechslung. So entsprudelte die Lehre der späteren Hippies, Make Love, Not War. Indes beginnt unsere Binsenweisheit mit neuem Inhalt. Auf Metternichs Friedenskongress wurde gewalzt. Österreich spiegelte in Durchfluss, dass es keine ordnungsgemäße Anrede hatte. Es war sozusagen in der Epoche des einheimischen und demokratischen Abflugs ein verwunderlich gepflügter Gegenstand. Die Bezeichnung verschwor sich kunterbunt als Österreich-Ungarn, die Habsburger-Monarchie, die Doppelmonarchie, die Donaumonarchie, das Völkergefängnis oder wie in Musels Roman Der Mann ohne Eigenschaften, Kakanien von K&K, kaiserlich-königlich. Im Kaiser-Franz-Josef-Land waren alle stammesbewussten Verbeugungen unreiner Alkohol. Infolgedessen hatte der korrumpiert besudelte Metternich nichts anderes zu tun, als jede vaterlandsliebende und demokratische Aufwallung auszublasen. Dann unsere Pflicht, die Regung der Vergangenheit mit der Bewegung der Zukunft zu vermehren. Das ist nur bei uns geschehen. Für Inländer und Ausländer der vermehrten Ethik sind Nationalstaat und Demokratie dasselbe. Ihre Rassenpflege hat simultan die Demokratie in erschwingbare Formen fabriziert. Yeah.